Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Sascha Traut, wie gehabt, galt an Krebs, laboriert an seinen Oberschenkelproblemen, diese Übergänge sind ja da fließend zwischen Zerrung und Muskelfaserriss. Wir gehen im Moment davon aus, dass er noch 2 bis 3 Wochen nicht zur Verfügung steht. Philipp Klingmann ebenso, die Wadenproblematik, mit der schleppt er sich ja schon ein bisschen länger rum, schon seit der Vorbereitung, das ging mal besser, mal schlechter. Jetzt geht's schlechter, jetzt geht's gar nicht. Er fällt nach Ansicht der medizinischen Abteilung zwischen 4 und 6 Wochen aus, auch ein Muskelfaserriss in der Wade. Steht nicht zur Verfügung. Matthias Bader immer noch Probleme in den Adduktoren. Martin Stoll laboriert auch noch an einer Zerrung im Oberschenkelbereich. Dimi Nazarov ist fraglich. Dimi hat gestern nach dem Schlag aus dem Sprunggelenk das Training abgebrochen. Das wird sich dann heute herausstellen, ob er trainieren kann und ob er zur Verfügung steht oder nicht. Ja, und wie bekannt sitzt Manuel Torres seine Sperre ab, das letzte Spiel, und Dominik Peitz hat die 5. Gelbe und steht auch nicht zur Verfügung. Ja, es war das Aalen-Spiel, wo wir haben ja gemerkt, dass wir in den 3 Spielen nicht voll überzeugt haben. Das heißt aber auch nicht, dass alles schlecht war. Ich glaube, man darf in so Phasen nicht den Fehler machen, alles über den Haufen zu rennen und alles schlecht zu machen. Genauso wie beim Sieg ja auch nicht durchdrehen. Und auch im Sieg muss man das Negative sehen. Und genauso tun wir das im Negativen, auch die positiven Dinge herausstreichen. Es war ja nicht alles schlecht. Es gab auch eine gute Phase in Kaiserslautern zum Beispiel, wo wir 20, 25 Minuten bis zum Gegentor gut agiert haben. Und das gilt es einfach auch der Mannschaft zu zeigen, dass wir genug geleistet haben, daran zu glauben, dass man in St. Pauli was holen kann. In jedem Spiel, egal wo, egal ob zu Hause oder auswärts, da hängen die Trauben hoch. Die 2. Liga ist total ausgeglichen. Das sind alles ganz enge Kämpfe, ganz, ganz enge Matches. Und trotzdem haben wir auch bewiesen, dass wir überall gewinnen können. Voraussetzung ist der Einsatz. Den zeigt die Mannschaft im Training und auch, glaube ich, vom Kopf her verstanden, dass es ohne das nicht geht. Ja, und dann wird es ein enges und offenes Spiel. Und dann ist man auch in der Lage zu gewinnen. Natürlich wird die Chancenverwertung auch wichtig sein. Wir haben ja auch hier gegen Aalen für mich insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Und dann gilt es natürlich jetzt, diese entscheidenden Momente zu nutzen. Und die Mannschaft weiß das, die Mannschaft erkennt das. Und es gilt es, den nächsten Schritt zu machen, Stück für Stück einfach dran zu arbeiten. Da Matthias Bader, der ja das ja auch spielen kann, auch noch ausfällt, wird es erstmal so sein. Entscheidend war, dass Enrico das gut gemacht hat. Dass wir jetzt erstmal nicht darüber nachdenken müssen, ob wir da möglicherweise was verändern. Er hat es gut gemacht. Wir haben noch Yannick Dehm aus der Jugend zur Verfügung, der ja auch schon jetzt länger bei uns trainiert, das ordentlich macht, eher so ein bisschen offensiver Part war in der A-Jugend. Enrico aber auch ja bei uns. Ja, aber er hat sich ganz gut reingearbeitet. Man hat das gemerkt, glaube ich, die ersten 10 Minuten. Und dann hat er für mich ein gutes Spiel gemacht und auch nach vorne ein gutes Spiel gemacht, einige Flanken gehabt, gute Aktionen gehabt. Ich glaube, dass das wirklich ausbaufähig ist. Man muss immer schauen, was hat man zur Verfügung und was verlangt der Gegner. Ja, dann muss man abwägen. Es gibt Dinge, die sprechen dafür, das so zu lassen. Weil man natürlich jetzt so eine Zeit lang agiert hat. Wir haben es geschafft, uns so viele Chancen rauszuspielen. Wir haben so spielerisch überzeugt. Es gibt Dinge, die sprechen dagegen, dass man vielleicht mehr Torgefahr vielleicht hinbringt. Aber es verändert die ganze Spielanlage. Das heißt, man muss natürlich da auch ein Bewusstsein schaffen, dass sich einige Dinge verändern, auch im Spielaufbau Dinge verändern. Und das spricht dann schon wieder dagegen. Ja, und letzten Endes schauen wir uns jetzt die Spieler an. Wer oder von dem wir glauben, die auch bereit sind, so einen Kampf anzunehmen, auch so ein hartes Spiel, wie es wird, auch anzunehmen. Weil das steht für mich noch über der Systemfrage, steht für mich, wer ist bereit, wer ist frisch, wer ist auch in so engen Situationen für die Mannschaft da. Das steht für mich noch über dem System. Und das würde ich dann auch unterordnen. Wir haben jetzt einmal trainiert. Wir haben jetzt noch 2 Einheiten, heute und morgen. Also nach einem Drittel der Wocheneinheiten würde ich jetzt
noch keine Prognose wagen. Beides ist möglich. Wie gesagt, es gibt auch viele Dinge, die sprechen dafür, so zu lassen, weil es jetzt, glaube ich, auch gegen allen ein Schritt war. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.